Für viele ist der Geschenklisonntag in der Stadt Buchs der Himmel auf Erde. Hier beim Blumenkauf ist mal ganz sicher. Buchs blüht, hat es früher ja mal geheißen. Buchs blüht immer. Hier beim Blumenkauf ist mal ganz sicher. Jetzt muss man aber aufpassen. Im Leitbild von der Stadt Buchs vom Juli 2014 wird der Stadtkern als Erfolgsfaktor aufgeführt. Da gehört auch die Grünerstrasse dazu. Bahnhofstrasse und Umgebung sind vielseitig attraktiv, heisst es drin. Ein Open-Air-Einkaufszentrum, aber auch ein urban pulsierender Lebensraum. Und das poziert, dafür sorgen ganz ein Haufen Leute, nicht zuletzt auch die eben diesen Geschäften drin, wo alles geht, um einen freien Sonntag zum anderen eben das in Buchs zu ermöglichen, eben das pulsierende Zentrum zu erleben. Ein Geschenklisonntag war es dann mal ganz speziell, weil der Daniel Gut hat im Namen der Stadt Buchs ein ganz besonderes Präsent an die Bevölkerung übergeben, nämlich das Open WLAN-Angebot. Buchs for you muss man eingeben im Handy und dann ist man drin. Der Daniel Gut. Ich werde mit dem Wilhelm Busch anfangen. Der Wilhelm Busch soll gesagt haben, ein Onkel, der Gutes mitbringt, ist besser als eine Tante, die bloß Klavier spielt. Ich will jetzt nicht Männer-Frau-Thematik oder so irgendetwas damit ansprechen, aber ich versuche zu klären, warum dass ich das einleitend gesagt habe. Gut geplant ist halb gebaut. Buchs plant schon sehr, sehr lang. Im Grossen, ich finde, sehr systematisch. Die Zentrumsplanung 1995 war ganz entscheidend für das, was wir da jetzt heute haben, für die Art und Weise, wie sich unsere Bahnhofstrasse präsentiert. Die Vision, die wir ziemlich beharrlich verfolgen, auch in der Umsetzung ist das, dass Buchs ganz klar und unbestritten soll das urbane, städtische Zentrum der Region sein. Und ein städtisches Zentrum muss leben. Darum hat man vor ein paar Jahren zum Beispiel die Bahnhofstrasse neu gestaltet. Darum haben die Private Grossartiges geleistet. Ich denke da an die Geschäftsvielfalt, die wir immer noch haben. Auch wenn der Branchenmix anders dürfte sein, aber das ist der Lauf der Zeit, da ist Buchs nicht allein. Auch das, was wir hier in der Gasse haben, das sind Leistungen von Privaten, die da, sich sehr, sehr stark engagieren. Die Aufgabe der Stadt ist, gute Rahmenbedingungen zu bieten. Die Sicht der Stadt ist ganz klar die, wir wollen die Aufenthaltsqualität im Zentrum verbessern. Wir wollen durch das erreichen, dass Kundinnen und Kunden länger verweilen zu Buchs. Wenn sie länger verweilen, kaufen sie vielleicht auch noch ein bisschen mehr ein. Sprich, unseren Geschäften geht es vielleicht besser, hoffentlich besser. Es soll aber auch so sein, wie das in einer Stadt halt auch muss und soll sein, dass durch bessere Rahmenbedingungen, durch mehr Attraktivität, dass man auch länger rumflaniert und einfach geniesst, vielleicht noch etwas trinkt und einfach da ist. Darum ist aus unserer Sicht, aus der Sicht der Stadt Buchs, eigentlich klar gewesen, ein nächster logischer Schritt ist, dass wir uns auch in einem gewissen Sinn in der Öffentlichkeit das digitale Zeitalter anpassen, um das grässliche Wort Digitalisierung da jetzt heute auch noch brauchen. Aber es ist so. Und ein WLAN im Zentrum, ein gratis WLAN, ein WLAN, das auch noch ganz viele Möglichkeiten für die Zukunft offen hält, so ein WLAN ist darum eigentlich folgerichtig. Es hat natürlich schon ganz viele andere Städte, die ein WLAN haben. Es gibt aber einen Unterschied, meinte ich. Das Buchser WLAN ist vom EW Buchs gemacht worden. Und wenn Sie WLAN, ich will jetzt keine andere Städte nennen, wenn Sie voller Erwartung eine sogenannte Public WLAN etwa die versuchen anzusteuern in anderen Städten, auch bei uns im Kanton, dann funktioniert es einfach nicht. Und das wird der Unterschied sein, da CW Buchs hat ein WLAN gemacht, das funktioniert.
Und zwar, die nicht nur heute funktioniert mit den heutigen Technologien, sondern die auch auf die Zukunft ausgerichtet ist, die auch in Zukunft gut funktionieren wird. Es wird auch so sein, dass technisch die Möglichkeit besteht, dass auch Geschäfte, die an der Bahnhofstrasse sind, wo vielleicht die eine oder andere Möglichkeit, die so ein WLAN heute bietet, auch in der Interaktion mit den Kundinnen und Kunden, auch das wird mit dem WLAN möglich sein. In dem Sinn darf ich jetzt eben einleitend danke MEW Buchs, der Onkel, spielen. Der flotte Onkel, der da irgendwie ein Geschenk bringt, etwas Gutes bringt. Ich spiele selber auch Klavier, ich habe auch gerne Klavier, wenn irgendeine Tante Klavier spielt, aber das ist etwas Handfestes, was wir jetzt hier mit unserem WLAN überkommen. Ich darf in dem Sinne am EW Buchs ganz, ganz herzlich danken, dass sie uns das WLAN installiert haben, zur Verfügung gestellt, weiterhin unterhalten und auch einen allfälligen Ausbau weitertreiben. Sie haben erst schon probiert, aber alles drei nach. Zuerst ist noch der Markus Schommer gekommen. Wir als EW Buchs, wir sind sehr froh, dass wir das Projekt mitbegleiten durften, dass wir es aufbauen durften, weil wir glauben, dass für die Zukunft und für die Weiterentwicklung von Buchs so ein freies WLAN wichtig ist. Und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Marketing Buchs, mit Wirtschaft Buchs, um das einfach weiterzuentwickeln, dass alle Bürger von Buchs, aber auch die Wirtschaft von Buchs weiter davon profitieren kann. Was ich gerne nutzen möchte, ich möchte Ihnen kurz eine Einweisung geben, wie es denn zu nutzen ist. Wenn Sie Ihr Smartphone rausnehmen, einfach mal schauen und nach WLAN suchen, dann kommt Buchs for You. Das ist das freie WLAN von Buchs in Zukunft, das einfach dann anklicken. Dann werden Sie aufgefordert, Ihre Mobilrufnummer einzugeben. Die bitte eingeben mit +41 und dann die Rufnummer. Und dann auf den Button Get Code drücken. Und dann kommt über eine SMS kommt ein vierstelliger Code, den müssen Sie dann eingeben und dann sind Sie schon mit dem Internet verbunden. Das Gute ist, dieser Code und dieser Access geht nicht mehr verloren. Egal, wann immer Sie jetzt in die Reichweite von dem Wireless LAN kommen, haben Sie Zugang, sei es jetzt hier, sei es in der Bahnhofstraße, sei es in der Grünauerstraße, sei es am Marktplatz, wo immer das freie WLAN verfügbar ist, Buchs for You, sind Sie automatisch eingeloggt und können es automatisch nutzen. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Marketing Buchs und Wirtschaft Buchs, es weiterzuentwickeln. Ja, und hoffe, dass es reichlich genutzt wird. Buchs for You, das öffentliche WLAN-Netz, ist jetzt öffentlich so in Betrieb genommen worden. Vertreter vom EW, Stadtpräsident, Vertreterin Marketing, Vertreter Wirtschaft. Auf die Explosion hat man umsonst gewartet. Die Leute klatschen, die Fotografen kontrolliert, ob das Foto auch geraten ist. Und ein Haufen dann eben das Handy vorgenommen und haben probiert, ob wir jetzt das auch machen können. Jetzt, wo das Wi-Fi verfügbar ist, laden wir Sie auch ganz herzlich noch zum Apero ein. Es gibt Glühwein, Gepäck steht schon. Genau, Apero, aber natürlich zuerst hat man es probiert, ob es auch wirklich ginge. WLAN ist es interessanter als Apero. Ja. Du probierst, geht's? Nein, Moment. Hä? Moment, Moment. Verbindung. Bei dir geht's? Aha. Ja, ich habe einen Code bekommen. Aha. Und, funktioniert's? Ihr tut's, bist dann auf der Leitung. Das ist schon wichtig, gell? Also, man sollte sagen, nicht? Ja, mal. Musst du nicht mit McDonalds gehen? Ja, richtig. Ich bin zwar nicht in McDonalds gegangen, aber ist okay. Und bei dir tut es jetzt? Ja. Seine, zeig mal schnell. Wie musst du das machen? Hast du seine Telefonnummer eingeben? Ja. Ja, die hat die über den Text nicht draufnehmen. Aber es ist relativ einfach in dem Fall, hä? Ja. Auf jeden Fall hast du einen Haufen Zuschauer hier, hä? Jawohl, richtig. Funktioniert? Ja, ich denke, es klappt. Ich denke, es klappt. Du hast gehört, in Liechtensteiner Dialekt. Gibt es das bei in Liechtenstein auch schon? Ich bin in der Schweiz, ich bin in Gams. Aber ich komme von Kärnten, ich habe überall ein Klick gemischt. Oh, meine Frau kommt auch von Kärnten, gell? Ja, wo denn? Ja, St. Paula, da gibt es das aber nicht, gell? Im Laufental. Ja, im Laufental. Ja, gell, im Laufental haben wir das nicht. Wohl im Laufental gibt es das auch. Aber kein öffentliches WLAN, nein. In Wolfsberg gibt es das nicht. In Wolfsberg gibt es das, wohl im Tenorio. Oh. Im Tenorio. Ah, ja, Tenorio, ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber es ist ein Rastler, da. Das ist ein Gasthaus natürlich, gell? Ja, das kennt man. Das kennt man, wohl, das klappert jetzt.
Super. Ich bin drin. Zeig mal. Dankeschön. Jetzt haben sie ausgeschaltet. Ah. Jetzt haben sie gerade ausgeschaltet. Jetzt probieren wir mal. Lass schon, Einstellungen. Ja, genau. Einstellungen. Wieder ein anderes Buchs. 4VU. Ja. Ja, hab ich. Zack, wieder rein. Bin ich drin. Hervorragend. Ja. Passt. Und jetzt ab die Post. Facebook noch. Ins Laufental. Ins Laufental. Freude aller Orte, bei Jünger, bei Älter. Man merkt, ein Netzwerk vernetzt eben wirklich ist etwas, was wichtig ist. Netzwerkgespräche überall. Aber im Stadtrat bin ich Ludwig Altenburger. Du, Ludwig, bist du gerade dem Stadtpräsidenten zugestanden? Bist du gespannt gewesen, gell, auf das WLAN? Brauchst du es auch? Hä? Brauchst du es auch, das WLAN? Nur Montag bis am Freitag, am Sonntag habe ich frei. Aha. Ich bin nicht auf WLAN. Aber bist du froh, dass es WLAN gibt? Ich finde es eine gute Sache, selbstverständlich. Und wenn die Grosskinder mir da den auch schon anrufen, dann weiss ich, was los ist. Dann muss ich nämlich ins Fabrik auf die drei. Aha, so. Gut, danke. Okay. Weißt du, als GPK-Mitglied, bist du Präsident, gell? Ja, genau. Als GPK-Präsident oder so? Funktioniert alles und das ist die Hauptsache. Ist das auch wichtig für Buchs aus deiner Sicht? Ich denke schon, das gehört zu der Stadt. Aha. Zu einer Stadt, die sich Stadt nennt, gehört das, ja. Bist du stolz drauf, gell? Stolz. Nein, ist einfach der Technologiewandel, den wir hier brauchen. Okay, gut. Dabei sind. Kathrin, für Marketing-Buchs wichtig? Für Marketing-Buchs ist es extrem wichtig, einfach, dass man aktiv ist im Zentrum. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und das WLAN ist ein Teil davon. Bist du gerade im Gespräch gewesen, gell, mit dem Beizer da? Also genau. Quasi mit dem Gerant von Arthur, oder? Wie wichtig ist das für dich? Ja, für mich ist auch gut. Also es ist wirklich Frequenz im Buchs. Also ich bin nicht der Gerant, ich darf schauen, dass die Gasse ein bisschen belebt ist. Aha. Gerant ist der Emo, ja. Aha. Aber ich tue, auch schauen, dass Frequenzen, dass etwas läuft, auch nebst der Ladenöffnungszeiten. Das wäre eigentlich wichtig. Ja. Und jetzt kommt dann der Reisplatz. Und dann hoffen wir, dass ein Haufen Kinder wieder Schlittschuhe kommen. Du machst wirklich viel, gell? Event, Karussell, Reisplatz, also ja, läuft viel da in der Gasse, gell? Ja, das braucht immer Geld und Sponsoren. Also bis jetzt geht es auf einigermaßen. Und solange ich Sponsoren habe, ist es gut. Dann machen wir es. Oh, du, da sind wir Brüder. Sponsoren könnt ihr immer auch brauchen. Du, was bedeutet der WLAN für dich? Ja, das ist natürlich auch wieder ein Pünktchen mehr im ganzen Mosaik, wo für die Leute in jeder Stadt hat man heutzutage natürlich WLAN und es ist schön, wenn Buchs, wo auch eine Stadt ist, auch das WLAN hat. Auf jeden Fall. Ja, du Hans-Jürg, ja. Was ist jetzt auch für dich, das WLAN? Ist auch da überall erreichbar. Ja, ist das wichtig für den Verkehrsverein? Ja, manchmal schon. Hilft auch. Und du, als Vereinsmitglied? Ja. Du bist so die jüngere Generation, ja, genau. Ihr habt eigentlich überall WLAN. Brauchen genau. Ihr so etwas überhaupt? Ja, ich denke, es ist halt gut, dann braucht man seine eigenen Daten nicht, sondern kann sich da ins WLAN einloggen. Und das ist vielleicht für die junge Generation wichtig. Für uns im Verkehrsverein ist es super, dass man das hat. Und ich denke, es ist für alle eine Bereicherung. Und vorher musst du in McDonald's gehen, ja. Gell? Und jetzt, auch. Ja, ja, genau. Und was machst du jetzt? Jetzt bist du in der Gassenmüsli essen. Ja, wir haben da Rindli. Gesunde Sachen. Du, apropos, hast du es überhaupt probiert? Du es? Ja, ich habe es schon. Gerade da vorher gemacht. Und wenn du es nochmal einloggst, dann bist du gleich in der Rindli. Sofort komm, wieder drin. Komm, zeigen. Perfekt. Komm, nicht. Komm, jetzt, Achtung. Da werden wir sehen. Automatisch. Gut. Also. Mit Handy für... sucht. Was heisst es genau? Books for you, gell? Ja, genau, da oben. Da sieht man das Zeichen vom WLAN. Jawohl. Und das ist alles schon erledigt. Books for you. Donnerwetter nochmal. wie weit geht? Wir haben eben einen Vorstandschat. Aha. Im WhatsApp. Da sind wir erreichbar Tag und Nacht. Ja, hast du denn da jetzt direkt den Draht zum Stadtrat? Nicht. Aber könnte man noch machen, oder? Ja. Also WLAN macht ja fast alles möglich. WLAN macht alles möglich. Du als junge Frau, gell, in den Verkehrsfrei, ist WLAN auch noch ein bisschen gefährlich? WLAN? Ja. Nein. Nicht, nein. Wenn das tut nicht weh. Geben, gell. Also wenn man es entsprechend nutzt, dann kann man ja. Nicht, auch keinen Aufwand treiben. Gell. Nein. Ha. Ja. Das ist eine gute Sache. Dann freuen wir uns. Ja, auf jeden Fall. Freude über Augen, vor allem Freude von der Öffnung von Buchs eben auch richtig viel an Netz. Natürlich, brauchen muss man es ja nicht. Oh, ist das jetzt wichtig? Ja, enorm. Ja, das du musst im Lichterstein aber nur, wenn du an der Kamera bist. Ah, so, ja. Gell. Du bist im Lichterstein daheim, gell? Also, im Lichterstein gibt es das so nicht, gell? Nein. Das ist wirklich etwas Spezielles. Wir haben halt noch Ruhe. Und somit bietet die Stadt Buchs eben beides an. Die Ruhe und Belebtheit, so wie sich eben das für eine Stadt gehört.